Sie kämpfen, sie schwitzen und sie haben ordentlich Power. 10 Jugendliche, ein Trainer und mittendrin bin ich, Anfängerin im Thai-Boxen. Liebe Zuschauer, es ist ganz schön anstrengend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von mir in Ludwigsburg. Heute hier im Jugendzentrum in Kornwestheim mit Markus Hanke, Europameister im Thai-Boxen. Markus, was interessiert dich so an Thai-Boxen eigentlich? Thai-Boxen hat erstmal eine wahnsinnig lange Tradition, kommt aus Thailand und ist einfach der Kampf im vollen Körper, mit vollem Körpereinsatz. Klassisches europäisches Boxen kombiniert mit Tritt, Fußtechniken, Knietechniken, Ellbogen. Es sind sehr viele Waffen erlaubt und das macht den Kampfsport auch wahnsinnig attraktiv. Zweimal die Woche werden hier Jugendliche vom Ludwigsburger Profi Markus Hanke trainiert. Dabei bringt er ihnen nicht nur die technische Seite der Kampfsportart bei. Der Europameister hat soziale Arbeit studiert und versteht sich daher nicht nur als Trainer. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur Thai-Boxen trainieren, sondern eben auch viel reflektieren. Und ich mache ja auch pädagogische Arbeit. Das heißt, ich kümmere mich um die Jungs, ich bin mit denen ja auch über soziale Netzwerke verbunden. Und was es auch grundsätzlich gibt, ist, dass wir nach dem Training eine kleine Diskussionsrunde starten und auch eine Reflexion machen darüber, was wir heute eigentlich trainiert haben. Und ja, und wenn sie auch irgendwelche anderen Anliegen haben, dann sind sie auch gerne zu mir. Trainiert wird in einem eigens dafür eingerichteten Übungsraum im Jugendzentrum mit speziellen Matten und Boxsack. Und die Jugendlichen haben bei der Gestaltung sogar selbst mitgeholfen. Neben vielen weiteren Angeboten aus Kunst, Sport und Musik bietet das Jugendzentrum der Stadt Kornwestheim bereits seit knapp 2 Jahren eben auch Thai-Boxen an. Ja, neben mir habe ich jetzt den Michael Wollschläger. Er ist hier hauptamtlicher Mitarbeiter. Michael, boxst du hier eigentlich auch ab und zu mal mit? Selten. Also eher so gut wie gar nicht. Wir initiieren die Angebote. Wir sind froh, dass wir einen Markus hier haben, der ja auch Sozialarbeiter ist, der natürlich nochmal einen ganz anderen Hintergrund mitbringt, für die Kids auch nochmal vertrauensvoller Ansprechpartner ist, also die nicht nur zum Thai-Boxen kommen, sondern auch über ganz andere Sachen zum Beispiel mit dem Reden. Also das ist hier ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Es geht hier nicht nur um die sportliche Seite, sondern auch, dass die Jungs hier Zusammenhalt lernen, ein Team sind, sozusagen. Das ist auch alles extrem wichtig hier beim Thai-Boxen. Genau. Sie lernen einfach mehr als nur den reinen Sport. Ja. Und dieses Angebot ist ja auch, wie du gesagt hast, eben durch euch und durch die Stadt so initiiert worden. Wie wird das finanziert? Es wurde ursprünglich über die Kriminalprävention, also durch die Kriminalpolizei auch und die Stadt zusammen finanziert. Das Fördergeld ist ausgelaufen, inzwischen übernimmt sie Stadt und es ist so aufgebaut, dass die Jungs praktisch nur einen kleinen Beitrag zahlen müssen, den Rest mit dem finanzieren. Genug geredet, jetzt muss ich erstmal weiter trainieren und das fällt mir echt ganz schön schwer. Schnell merke ich, dass Thai-Boxen vor allem viel Koordination erfordert und das ist wirklich nicht meine Stärke. So, okay. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? So, was meinst du? Für den Anfang nicht schlecht, aber ausbaufähig. Okay, und woran muss ich noch arbeiten? Gut, da sind noch ganz viele Elemente, ganz viele Knackpunkte, das heißt Hüftdrehung, Schwungarm, Deckungsverhalten, Drehung des Standbeins etc. Okay. Da gibt es noch viel zu tun. Ja. Okay. Oh je, ganz schön viele Baustellen. Dann schaue ich doch mal lieber bei den Jungs vorbei. Ich traue mich noch mal ran und übe zunächst die Basics, Schlaghand und Führhand. Das Gesicht, während die andere Hand aktiv zum Schlag ausholt, über die Führhand, über die Schlaghand. Genau, das machst du sehr schön mit der Hüftdrehung. Da hole ich nämlich die ganze Länge aus dem Schlag heraus. Sehr gut. Also, geht doch schon besser.
Im letzten Jahr ist Markus Hanke Europameister im Thai-Boxen geworden. Aufgrund einer Knieverletzung muss er erstmal pausieren. Ein Comeback in dem Profibereich ist noch etwas fraglich. Kein Grund für ihn aufzugeben. Genau, ich gebe weiter, was ich gelernt habe und gehe mit meiner Leidenschaft und meinem Spaß an die Sache rein und gebe das so weiter. Dann würde ich sagen, ich übe noch ein bisschen weiter. Alles klar. Sie machen eine kleine Pause, es gibt nämlich Werbung und danach unterhalten wir uns auch mal hier ein bisschen mit den Jungs. Bleiben Sie dran, bis gleich. Regio TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Südlicht. Das ist das neue Magazin von Regio TV Schwaben, Regio TV Bodensee und Regio TV Stuttgart, das wir gemeinsam mit Baden TV, Rhein-Neckar Fernsehen und TV Südbaden produzieren. 6 Regionalsender berichten über ein Bundesland, Baden-Württemberg. Unsere Reporter sind jede Woche für Sie im Land unterwegs, auf der Suche nach den besten Bildern und den spannendsten Interviews. Egal, welche Entscheidung im Land getroffen wird, wer kommt und wer geht, mit Südlicht sind Sie dabei. Wir blicken mit Ihnen in die Labore des Landes, zeigen die schönsten Flecken und die interessantesten Menschen. Südlicht, immer samstags, 19.30 Uhr bei Regio TV. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir sind hier noch im Jugendzentrum in Kornwestheim beim Thai-Boxen. Und neben mir habe ich noch den Markus. Markus, was machen die Jungs hier eigentlich gerade? Okay, das Ganze nennt sich Sparring und da werden die erlernten Techniken, die wir jetzt vorbereitend quasi davor trainiert haben, umgesetzt und im simulierten Kampf letztendlich, im reduzierten Kampf, das heißt also nicht im vollen Körpereinsatz, eingesetzt. Genau. Und ja, die Jungs müssen trotzdem aufpassen, dass sie sich nicht verletzen und konzentriert bleiben, ne? Weil wenn die Deckung nicht fällt, dann kannst du durchaus zu einer blutigen Nase kommen. Das nennt sich nochmal, wie hast du gerade das? Sparring, genau. Okay. Ein amerikanischer, englischer Ausdruck. Ist das eigentlich so der normale Kampf, wie er dann auch aussieht? Also du hast gerade gesagt, natürlich nicht hundertprozentig, ja, aber es ist schon so eine Kampfszene. Genau, und hier in die Richtung geht's. Und allerdings, der reelle Kampf oder der Realkampf im Ring findet ein bisschen anders statt. Dann werden auf die Schienbeinschoner verzichtet und mit blankem Schienbein auch gekämpft. Also da ist die K.O.-Chance natürlich auch relativ hoch. Und es werden andere Boxhandschuhe verwendet. Die sind etwas dünner und ja, also das Ganze läuft hier natürlich über Safety jetzt ab. Okay, wann ist der Gegner eigentlich K.O.? Der Gegner ist K.O., wenn er nicht mehr kampffähig ist. Ja. Also das heißt, durch Krafteinwirkung auf, das sind quasi zum Aufgeben des Kampfes zwingend. Ja. Das kann natürlich ein Schlag sein auf die Leber, ein Schlag, der auf irgendein Nervenzentrum trifft. Und es kann ein Low-Kick sein, der auf den Oberschenkel geht und den Gegner einfach dazu zwingt, den Kampf zu beenden, weil er aufgrund von Schmerzen nicht mehr weiterkämpfen kann. Okay, gut. Also aufgrund von Schmerzen nicht mehr weiterkämpfen, das will ich heute nicht, dass es mir passiert. Aber ich würde trotzdem gerne mal ein bisschen mitboxen, deswegen gerne. Zieh ich mal die Boxhandschuhe an, oder? Du bekommst schon passenden Gegner. Okay, gut. Okay. Doch zuvor gilt es, mich noch etwas vorzubereiten. Übrigens, das Thai-Boxen im Jugendzentrum Kornwestheim ist ein offenes Angebot. Einstieg und Probetraining ist jederzeit möglich. Trainiert wird hier mittwochs von 16 bis 18 Uhr und samstags von 15 bis 18 Uhr. Die Jungs sind hier von dem Training richtig begeistert. Das ist, was soll man sagen, auch für die Seele ein Sport, nicht nur für den Körper. Thai-Boxen ist halt auch mal so eine körperliche Abwechslung. Man kann hier auch mal sich ein bisschen müde machen, bevor man schlafen geht oder so. Im Gegensatz zur Schule, wo man die ganze Zeit halt rumsitzt, da ist man halt noch sehr wach. Und es ist halt auch eine gute Abwechslung. Macht Spaß hier seine Kräfte zu messen sozusagen. Ja. Auch immer den Körper an die Grenze zu bringen und ja,
mit den Leuten, macht Spaß hier allgemein. Sparring ist auch mein Ding. Ja. Größte spielt schon eine Rolle, aber der Wille ist eigentlich im Grunde das Wichtigste. Und ja, und wenn man den Willen hat, dann wird man automatisch immer besser, wenn man ins Training kommt und ja. Das macht sehr Spaß, da kann man die körperlichen Grenzen finden und im Team macht es auch sehr Spaß. Und das kann ich nur bestätigen. Die Jungs sind nicht nur ein richtig gutes Team, sondern mit vollem Engagement dabei. Ich bin zwar schon etwas K.O., aber um meinen Kampf scheine ich wohl nicht drum herum zu kommen. Und so. Eins gegen eins und ich habe absolut keine Chance. Keine Sorge, das war natürlich nur ein kleiner Showkampf. Die rote Ecke! Ja, liebe Zuschauer, den Kampf habe ich leider nicht gewonnen. Dafür hat es heute richtig Spaß gemacht beim Thai-Boxen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss.